Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's. Ich bin schon wieder unterwegs. Ich bin auch gerade im Zug. Der Zug hatte nur 50 Minuten Verspätung. Und die Wagenreihung war anders und alle Sitzplatzreservierungen wurden nicht anders. Das war also heilloses Chaos, aber ich bin gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Da steht der Rolando. Hallo. Ja, mit Rolando bin ich nämlich zusammen heute auf einem ganz, ganz tollen Event eingeladen und mit unserem liebsten Sebastian Böhm, aber dazu erzähle ich euch nachher noch mehr. So, ihr Mäuse, also es ist hier wirklich Schneechaos in Düsseldorf. Ja, wir haben jetzt unser Taxi haben wir jetzt gefunden und wir fahren jetzt zum Hotel und jetzt passt auf. Ihr kennt ja schon einige meiner Hotelzimmer, aber heute wohne ich mal schön. Ausnahmsweise. Wir wohnen nämlich im Hilton, ein 5-Sterne-Haus. Da freue ich mich sehr, ja. Im Hilton ist es sehr schön. Von außen sieht es aus wie so ein Parkhaus. Das ist schon ein bisschen was älter. So ein schöner Prachtbau aus den 80er Jahren, möchte ich sagen. Hier seht ihr mal den Blick, ja. Ich sehe schon wieder aus. Hier im Hilton findet heute der Gloria Kosmetik Award statt, eine große Verleihung der Kosmetikszene und wir sind über die Agentur von Sebastian Böhm, The Drag Agency, eingeladen worden, Pan Am und ich, mit ihm mitzukommen und wir werden heute schön auf dem roten Teppich gehen. Ist ganz viel Presse da, hat uns Sebastian Böhm schon erzählt. Es sind ganz, ganz viele Prominente da. Von C bis B, glaube ich. Und ich zeige euch jetzt mal mein Kleid. Das habe ich mir extra schneidern lassen. Das hängt hier schon zum Aushängen, weil es die ganze Zeit im Kleidersack war. Habe ich mir schneidern lassen von David Schwanau, ein guter Freund von mir. Und das ist vorne, ist es ganz kurz. Und hinten ist halt diese Megaschleppe dran. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es bislang nur einmal angehabt, auch ungeschminkt. Und dann sieht man ja auch immer beschissen aus ohne Ende. Die sind Silberglitzer. Ich liebe Glitzer. Und dazu habe ich eine ganz süße Klatsch, die hat mir mein Mann geschenkt, die Schuhe übrigens auch. Ist das süß gestaltet. So, ihr Mäuse, ich habe jetzt geduscht, ich habe mich rasiert, ich habe einen kleinen Snack gemacht und jetzt will ich anfangen, mich zu schminken. Da ist schon der Transenkasten, ja. Ihr könnt vielleicht schon sehen, ich bin jetzt fertig aufgedresst. Guckt euch mal dieses Kleid an. Da kann man jetzt gar nicht so genau sehen. Da ist hier so eine Schleppe hier hinten auch. Und da unten ist schon alles pink. Da unten findet heute der Award statt. So, ihr Mäuse, wir haben es jetzt 18.30 Uhr oder irgendwie so. Es geht bald los. Und guckt mal, wen ich bei mir im Hotelzimmer habe. Ja, Pan Am. Kalenta und Sebastian Böhm. Hi. Alle bei mir jetzt. Ihr seht so wahnsinnig klein gerade neben mir das aus. Das liegt daran, weil du wahnsinnig groß bist. So. Unser Shuttle wartet jetzt gleich unten auf uns und dann gehen wir auf den roten Teppich. Geil. Und danach wird gegessen und getrunken. Gibt's da auch Shampoochen? Bestimmt. Ey, sag mal, Jessica, kurze Frage. Wir sind ja hier heute auf dem Gloria Award. Ja. Ja, wie bist denn du jetzt hier eigentlich hergekommen? Mit dem Zug. Ja, ja, das ist mir klar, dass du nicht gelaufen bist, aber grundsätzlich meine ich, bist du denn hier heute eingeladen? Schatz, ich bin natürlich eingeladen, zwar persönlich mit meiner Einladungskarte, ja. Da steht ja wirklich Jurassic Park. Ja, entschuldige bitte, ich bin mega Promi. Naja, aber weißt du nicht, dass du wie in deiner Schlachteplatte hier nachher betrunken über die ganzen Prominenten herlästerst? Also, Schatz, was würde ich niemals machen? Niemals. Aber eine Sache ist noch ganz, ja, ganz wichtig. Bitte tu mir einen Gefallen, ja. Bitte stell dich nachher nicht auf den Tisch. Ja, und störe die Veranstaltung durch laute Zwischenrufe, das geht nicht. Aber ich sagte doch schon, ich bin ja unterm Tisch die ganze Zeit. Okay, von daher ist ja kein Problem. Das geht, ja. Super, na dann gehen wir es mal runter. Unterm Tisch. Ihr Mäuse, wir sind jetzt hier in der Lobby. Hier sind schon ganz viele Menschen. Wir haben gerade schon Mozzi Mabuse im Fahrstuhl getroffen. Ich liebe Mozzi Mabuse und die ist ganz klein. Und nachher kommt ihr doch ins Video. Wir sind gerade in so einem Zwischen-VIP-Raum. Zwischen. Das ist jetzt, wo der Almauftrieb dann rein in eine Arena. Ja, hier sammeln sich die Promis. Hier wird ein Sekt getrunken oder eine Wasserschorle.
Und dann geht es halt weiter in den nächsten Bereich. Ja. Sebastian Böhm. Hallo. Dein Resümee bislang. Mein Resümee ist, hier sind ganz, ganz viele wunderbare, tolle, hübsche Menschen, die alle ganz, ganz... Er meint mich. Ja. Ich habe jetzt die Mozi Mabuse und ich liebe Mozi Mabuse. Hallo. Nein, nicht du. Entschuldigung. Da ist die Mozi. Mozi, sag mal hallo. Hallo, ihr Lieben. Hi. Ich habe jemanden getroffen, der mich jetzt... Ja, das stimmt. Verpasst, wirklich. Und wir haben uns heute schon im Fahrstuhl getroffen. Ja, du wohnst auf dem Mädchenstock. Wer wohnst denn du? Elfte. Ich wohne im Zehnten. Nein, im Zehnten. Aber alles gleich. Executive Lounge. Und morgen gehst du wieder zurück. Ja, morgen. Ja? Ja, Mensch, dann werden wir erstmal schön noch ein Deckchen trinken. Yes. So. Obwohl ich bin auch, wie heißt das? Ich trinke im Moment nur Wasser. Bist du schwanger? Nein. Das wäre schön. Nein, sie ist Sportlerin. Nein, ich mache so eine Kur einfach. Okay. Weißt du, weil ich mag auch ein bisschen Spaß haben und manchmal muss man. Das finde ich gut, Schatz. Gut, dann trinken wir Wasser zusammen und dann gucken wir mal weiter. Jetzt kommt die Ruth Moschner. Ich zeige euch die mal. Ganz, aber ganz unauffällig. Da ist sie. Die im Gestreiften. Das ist die Ruth. Wir gehen jetzt in den Galaraum. Ja, jetzt geht's in den Galaraum und ich habe wahnsinnigen Hunger. Jetzt gehen wir mal die hinteren rein. Noch eins weiter. Ich hätte gerne auch ein Säckchen, ehrlich gesagt. Oh, jetzt guckt euch das mal an. Das ist süß, das ist wirklich süß. Schmeckt's euch? Ja. Alexander Matzer moderiert und wir mögen Alexander Matzer. Ja. Der ist schon echt süß und der altert gar nicht. Du alterst gar nicht, habe ich das Gefühl. Wie machst du das? Ja, Schatz, wie alt bist du mittlerweile? Schätzelein, ich werde dieses Jahr 44. Ja, Schatz, man sieht ja kein einziges Jahr an. Das ist sehr lieb von dir. Ich sehe also aus wie ein Baby quasi. Ja, stimmt. Meine Lieblings-Autoverkäuferin Panayota so und so, das ist diese Griechische, die aussieht wie Jennifer Aniston, die auf Vox diese Autosendung hat. Die hat gerade eine Laudatio gehalten und ich liebe die so sehr. Mein Name ist Jessica Parker. Jessica Parker. Und Schatz, deine Moderation heute oder deine Laudatio war so süß und du kannst so spontan witzig sein. Und wie du gesagt hast, nur eine kann Germany's Next Topmodel. Ja. Das war so witzig. Ich habe so gefeiert, Schatz. Und es war ganz toll. Und Schatz, bitte bleib so spontan und witzig. Bleib ich. Ja, und mach mehr im Fernsehen. Ja, mach ich. Ja, nicht nur die Autosendung, sondern irgendwie noch andere Sachen. Ja, das macht mir ja Spaß. Ich bleib dran. Ja, das ist mir klar. Ich guck mir erstmal was in die Möpse, so wie du. Und die ist aber auch ganz klein. Und das merke ich immer wieder. Je mehr Promis man kennenlernt, die sind alle wahnsinnig klein. Jessica Parker. Okay, ich grüße die YouTube. Fans von Jessica Parker. Ja. Und dein Kleid ist toll, Schatz. Vielen Dank, dein Traum. Danke. Süße Maus, danke, tschüss. Die Dicke passt auch noch mit drauf. Jetzt bist du bei Oscars und Selfie. Ja. Wir gehen jetzt mal zu Julia Siegel. Du bist gerade im Gespräch. Ja, aber die ist gerade im Gespräch, aber das Gespräch sieht sehr langweilig aus. Kleinen Moment. Jetzt geht sie weg. Ach, sie muss ein Foto machen. Mein Gott, es ist wirklich nicht einfach, ein C-Promi zu sein, ganz ehrlich. Ein B-Promi. B-Promi. Gehen wir dann eine rauchen, Julia? Nee. Wir gehen eine rauchen gleich, oder? Warte mir mit. Ja. Guck mal hier. Oh, darf ich auch machen? Warte. Aber ich mach's dir mal richtig an. Mach mal so richtig, so 30 Milligramm. Kleinen Moment. Richtig anziehen. Okay. Mehrere Züge tief in die Lunge. Hallo. Ordentlich, Schatz. Schmeckt so ein bisschen schokoladig. Das ist Morning Latte heißt es. Oh, Morning Latte, ja, kaffeemäßig. Ja. Morning Latte Macchiato. So, jetzt machen wir jetzt mal ein Foto. Du bist so hoch. Ich muss da hochspringen in die Kammer. Wir gehen jetzt eine rauchen. Ja, oh, du bist aber unter alter Falter. Sag mal,
Du bist echt so Special Effects, Special Effects Schatz. Ja. Und der Sebastian Böhm, der ist gerade live auf Facebook, per Livestream. Und die Facebooker sind jetzt live auf YouTube. Live gerade. Auf YouTube, alle live auf. Das ist ein bisschen gruselig eigentlich. Ja. Der Sebastian Böhm, der macht heute so Livestreaming. Das ist ein bisschen aufregend. Hallo, ich bin Indira und ich grüße alle Fans von Jurassic Parker. Was ja. ist das für ein krasser Name überhaupt? Das ist ein geiler Name. Bist du aus Berlin? Ja. Ja, das hört man. Hört man, ich ja. Ich wohne auch in Berlin. Ja, wo wohnst du? In Schöneberg. Ich auch. Aber ich wohne im Ghetto, ich kann mir ja nichts leisten. Rote Insel oder was? Palas. Oh, das ist aber wirklich, ich wohne in der Potsdamer Straße. Nein, ich wohne nicht Palas. Ach so. Hätte ja sein können, weiß ja, man ja nicht, ja sein ne, wo du ja so ja, wohnst. Ja. Ne? Wir haben es 7 Uhr morgens. 0 Uhr 28. Es reicht jetzt auch langsam. Wir sind jetzt durch. Wir haben jetzt sogar noch Indira Weiß kurz getroffen. Wen? Und es war ganz schön und bis bald, ihr Süßen. Halt, einen Satz noch. Es tut mir leid. Du hast ich möchte darf ich ganz kurz was sagen, dass ich auf Jurassic Parker und Miss Pan and Jack Airlines wahnsinnig stolz bin. Oh. Ihr habt ja euren allerersten so richtigen roten ja, Teppich. Ja, das stimmt. Oder? Ja. Und ich bin auch anwesend. Ja, du bist es ja schon gewohnt, du alte Rampensau. Aber ihr beide, ihr habt das toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf Dankeschön. Euch. Dankeschön. Das geht runter wie Öl. Jetzt oder aber. Es läuft aus der Nase. Ja. So, jetzt aber. Bis bald. Bye. Bye. Sharing is caring.